und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und Gott, es wird so langsam voll. Ja, wir sind ja eigentlich beim Klassenleveln. So, es ist eine kleine Veränderung. Ich habe eine einzige Sache jetzt gemacht in der letzten Stunde. Und zwar habe ich die Klassen allerdings nur per Berufsstufe. Wie einfach mal mein Pad angeguckt wird, per Berufsstufe gelevelt. Also, wir haben jetzt hier den Pikenier. Den Pikenier auf 8. Doch, müsste 8 sein. Und den Weitläufer habe ich auf 9. So, ich habe keine Quests gemacht. Ich habe halt wirklich nur das Bestiarium verfolgt. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Das tue ich nicht. So, wir haben noch einiges zu tun. Und ja, ich würde sagen, wir bringen jetzt natürlich erstmal unsere ganzen Klassen auf 15, wie wir es ja gesagt haben. Das wird das nächste sein, bevor es hier weitergeht. So. Das hier nehmen wir noch einmal an. Steif wie ein Brett. Was kriegen wir dafür? Was Schönes, Tolles, Neues, Geiles. Weißt du was? Auf mich wirken die Leute in Gridania immer so ernst. Geradezu langweilig. Manche sind steif wie ein Brett, findest du es nicht auch? Umso mehr hat es mich überrascht, als ich heute gesehen habe, wie eine Frau eine Gruppe Kinder einen fröhlichen Tanz beigebracht hat. So ein lustiges Treiben sieht man hier selten. Die Kinder machen allerdings keinen so glücklichen Eindruck. Der Tanz selbst sah aber recht interessant aus. Ich frage mich, ob man den lernen könnte. Wenn es dich auch interessiert, dann schau dir den fröhlichen Tanz doch mal an. Am Spielplatz Eichelmatz habe ich die Frau gesehen. Okay. Also, es ist hier wieder so eine Mischung aus Leveln und Nebenquests. Und ja. Nur damit ihr Bescheid wisst, worauf ihr euch in dieser Folge gefasst machen dürft. Wir werden halt jede Nebenquest annehmen, wie die wir hier halt so sehen. Das Einzige, was wir jetzt natürlich noch nicht machen, sind hier diese Berufe. Das machen wir jetzt natürlich noch nicht. So, Zimmerer am Amphitheater, Stufe 1. Okay, bringt uns jetzt ja weniger was, aber wir wollen es hier trotzdem alles fertig machen. So, eine elegante Abenteuerin wie du kommt mir gerade recht. Falls du Zeit hast, möchte ich dich um etwas bitten. Einer dieser jungen Gesellen soll sich um Reparaturen in Miketos Amphitheater kümmern. Vor lauter Aufregung ist er ohne seine Werkzeuge losgegangen. Kannst du ihm schnell hinterherlaufen und ihm die Werkzeugkiste bringen? Die Werkzeugkiste bekommst du von Luhelig auf dem Spielplatz Eichelmatz. Der Gilde, geh zuerst zu ihm. Okay. Jetzt kriegen wir doch hin. Okay, hier ist also schon wieder Spielplatz. Interessanter Spielplatz. Du bist hier, um dir einen Tanz anzusehen? Einen fröhlichen Tanz? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was für ein Tanz das sein soll. Ach, meinst du vielleicht den Erntetanz, den ich versucht habe, den Kindern beizubringen? Das ist kein fröhlicher Tanz. Eine ernste Angelegenheit ist das. Mit diesem Erntetanz danken wir den Gebietern für die Früchte des Waldes und der Felder, die sie uns beherrschen, genau. Es ist schwer, die Kinder für eine so fromme Sache zu begeistern. Sie haben keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man Not leidet und nicht weiß, was man am Abend essen soll. Wirst du mir einen Gefallen tun und mit Beatin sprechen? Er versteht sich gut mit Kindern und weiß vielleicht Rat. Bestimmt findest du ihn in der Gilde der Zimmerer. Jetzt darf ich wieder zurückgehen, oder was? Nett. Hier haben wir auch noch eine Quest. Wie gesagt, das bringt uns halt auch alles ein bisschen voran. Auch wenn es Anfangsquests sind. Aber das ist ja egal. Ich kenne euch, Abenteurer. Für eine Belohnung macht ihr alles, oder? Dann möchte ich, dass du O'Neill zum Lachen bringst. Jetzt nicht so mit Fremden. Daher solltest du dich zunächst einmal höflich vorstellen mit einer Verbeugung. Okay. War das richtig? Hallo? Okay.
war richtig. Das scheint ganz gut gelaufen zu sein, aber sie sieht immer noch traurig aus. Versuch ihr gegenüber deine Freude zum Ausdruck zu bringen, damit sie weiß, dass du nett bist. Du bist irgendwie komisch. Sie scheint dich so langsam zu mögen. Sehr gut. Ich wette, wenn du sie mit einem Tänzchen überrascht, fängt sie sich an zu lachen. Ja, ganz bestimmt. Du bist eine wirklich gute Tänzerin. Das sieht lustig aus. Vielleicht solltest du das auch, sollte ich das auch mal versuchen. Okay. Vielen Dank, du bist ziemlich gut. O'Neill hat vor 5 Jahren während der Kämpfe ihren Vater verloren. Seitdem hat sie nicht einmal gelacht. Der wollte ich... Ich meine, wir alle sind besorgt, aber eine ganze Reihe von Jünglingen schauen in letzter Zeit zu mir auf und du würdest das nicht verstehen. Wie auch immer. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne, gerne. Idee schickt dich. Einen Moment bitte. Hier, bring diese niegelnagelneue Werkzeugkiste zu Arthur. Er ist zu Miketos Amphitheater gegangen. Gut zu wissen. Hier müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder rein. Das ist immer so ein ganzes Hin und Her. Aber ihr kennt das ja mittlerweile. Hallo, Abenteurerin. Was führt dich in mein Gildenhaus? Kann ich etwas für dich hämmern oder hobeln? Ich verstehe. Klingt so, als würde die Sache etwas zu gewissenhaft angehen. Ein Talent soll Spaß machen, auch wenn er eigentlich eine ernstzunehmende Bedeutung hat. Wenn ich den Kindern etwas beibringen möchte und sie nicht auf die Sache konzentrieren können, locke ich sie mit einer Belohnung. Das wirkt Wunder. Ich habe ein paar Holzspielzeuge gefertigt, die wollte ich den Kindern ohnehin schenken. Wenn du ihnen eins davon gibst, wird sie ihre Laune bestimmt heben. Hier, bitte sehr. Okay. Na, wenn ich bedenke, wie lange wir hier noch unterwegs sein werden. Vor allem, ich habe mir halt vorhin immer so gedacht, was man dann so nach Final Fantasy 14 machen könnte. Dann bin ich echt schon am Überlegen, was man dann als MMO macht. Vor allem, ich habe halt noch 3 andere MMOs halt zur Auswahl. Weil gut, Fiesta machen wir ja sowieso nebenher. Und ich weiß gar nicht, dann hatte ich zur Auswahl noch Herr der Ringe online, ESO und WoW. Das sind dann halt auch so die Sachen. Ich möchte mich halt bei allem einfach nur auf die Story konzentrieren. Und nicht wirklich ins komplette Endgame reingehen. Zumindest meine ich halt nicht mit Farmen für irgendwelche Sachen, nicht mit Mega-Crafting und dem ganzen Quatsch. Also wenn wir dann vielleicht eventuell bei einem anderen MMO mal Bock drauf haben, dann ja. Aber sonst nein. Sonst wirklich eher nein. So, ich bin gerade dabei, mich hier irgendwie anders hinzusetzen. Ist gerade irgendwie nicht ganz so einfach. So. Videla Knabe. Wetten, du traust dir nicht zwischen diesen Juckdornbüschen auf einem Bein zu balancieren? Versuch's doch mal, du Angsthase. Ja, Spielzeug. Oh, ein Spielzeug von Meister Bär-Team. Die sind immer klasse, danke. Wie bitte? Du willst mit mir wetten, dass ich Ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Interessant, die lerne. Wetten doch, wir werden ja sehen. Oh ja, das werden wir. So, wir müssen jetzt allerdings hier einfach noch in den Nordwald. Das ist der eigentliche Grund, weswegen wir hier in Gregoridania gerade rumstromern. Weil eigentlich würde ich es heute gerne noch etwas weiter schaffen.
als wie wir hier gerade sind. Mal gucken. Vor allem hier gibt es halt auch Quests, die wir zu erledigen haben, ne? Jetzt darf man auch alles nicht außer Acht lassen. Das heißt, allein für die Nebenquests werden wir noch einiges an Zeit brauchen. Also wir werden uns jetzt auch wieder relativ lange in diesem Gebiet aufhalten. Aber wir machen halt auch wirklich nur die Quest bis Level 10. Da lief gerade jemand wie Wario rum. Also alle Nebenquests halt bis Level 10 bzw. 15. Wie das jetzt mit dem Tanz, diese Tanzreihe. Da gibt es halt was mega Cooles für. Und ja. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon angezeigt wird. Okay, nee, hier sind alles so unter 10. Es gibt hier auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich dann halt nicht machen würde. Der ist nämlich ein Mückenschwarm. So. Fast Level 10. Warte mal, dann machen wir hier mal bei einem Fade mit. Die einfach sagen, wir sind ja jetzt hier so kurz davor. Junge, lässt mir auch so ein bisschen was. Oh, ich hasse es halt so. Wenn man. Vor allem. Ja, ich kann hier gleich einfach nur stehen bleiben. Ich hasse sowas, ey. Ich brauche auch Erfahrung. Nicht nur du. Ah, ja, gut, okay. Zufrieden. Leckaffe. Naja. Für unseren Pikenier brauchen wir hier, glaube ich, aber auch noch was. Und zwar die Schattenmilbe brauchen wir hier. Also, sobald wir Level 10 sind, haben wir es halt allgemein auch schon wieder einfacher. Weil wir dann wieder Gildengeheiß. Also, stimmt, Gildengeheiß hätten wir sowieso noch. Aber weil wir dann auch noch Freibriefe hätten. Kann man nachgucken. Oh, Gildengeheiß ist halt für Tank gerade. Gut, ich würde mich mit dem Weitläufer. Ah, nee, geht ja gar nicht. Wir sind ja noch. Aha. Wir sind hier erst Level. So und so. Versuche ich es einfach. Beim Weitläufer sollten wir es hinkriegen. Weitläufer ist ja kurz vor 10. Gut, dann können wir hier schon mal ein paar Quests annehmen. Können wir gleich nebenbei noch tun.
Ja, du bist es, die Anton, von der in letzter Zeit alle reden. Kannst du auch mir einen Gefallen tun? Es geht um einen einfachen Botengang, doch er wird dich durch den Wald führen und ist deshalb nicht ganz ungefährlich. Für jemanden wie dich wird das sicher trotzdem ein Spaziergang. Der Leinbeute, den du transportieren sollst, müsste noch auf dem Feld hinter der Stallung liegen. Frag Gillian danach, sie wird ihn dir zeigen. Okay. Aber der ist ja auch noch Botwin. Hallo Botwin. Wenn du gerade Zeit hast, könntest du den Wald von ein paar Schattenwilden befreien. Traust du dir zu, 6 von den Biestern zu erledigen? In letzter Zeit ist es nämlich öfters vorgekommen, dass die jungen Schokobos, die gerade zugeritten werden, vor den Schattenwilden gescheut haben und ihre Reiter abgeworfen haben. Bei Schokobos wirken solche Schreckmomente noch tagelang nach und einige lassen nie wieder einen Reiter in ihre Nähe. Deshalb hoffe ich, dass du uns hilfst, die Schwörenfriede zu vertreiben. Okay, kriegen wir hin. Schattenmilben vertreiben kann nicht besonders schwierig werden. Wie gesagt, ich habe ja auch halt auch noch keine Klassenquests und so weiter gemacht. Die Klassenquests kriegen dann wieder ihren eigenen Part. Björn schickt dich. Sehr gut, ich bin froh, dass sie endlich jemanden gefunden hat, der diese Stinkbombe von hier fortschafft. Der Beutel stinkt so gewaltig, dass einem übel wird. Deshalb habe ich ihn hinter die Ecke deponiert. Der Leinbeute muss zu dem sehr Nullanell gebracht werden. Er pflegt den gesegneten Jungbaum. Du wirst ihn dort am ehesten antreffen. Der heilige Baum liegt mitten im Wald, westlich von hier. Okay. Gut zu wissen. Ja, ist doch ein Kassensprung. Ich finde halt das Gebiet so schön, wegen der Berge auch so ein bisschen im Hintergrund, ne? Es ist einfach so mega schön. Autsch. So, Schattenmilben müssen wir ja leider dennoch töten. Mit etwas Glück bekommen wir dadurch unsere Erfahrung. Sieht sogar ganz gut aus. Wir kommen damit auf 10. Und wir haben schon mal hier mit Stufe 10 erreicht. Sehr gut. Ja, Mensch, läuft doch super. Du hast mir etwas mitgebracht? Yep. Hier. Ah, was für ein Duft. Darauf habe ich schon sehnlichst gewartet. Vielen Dank. Dieser Dunk wird unseren Jungbaum gut tun, auf dass er wachsen und gedeihen möge. Schokobodung ist schließlich ein hervorragender Dünger, der nicht umsonst auch beim Anbau von Kieserblättern verwendet wird. Er riecht ein bisschen streng, aber nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch von den Händen. Keine Sorge. Also kehre zur Stellung zurück und richte Vion bitte meinen Dank aus. Okay. Gerade gibt es hierfür einen Bonus. Wenden wir einfach mal an. Wahrscheinlich bis das ganze Ding durch, also bis wir drin sind, gibt es den Bonus wahrscheinlich nicht mehr, aber... Mal gucken. Wir lassen uns einfach überraschen. Dann jetzt aber mal Pekinia. Nodanel hat sich also zufrieden gezeigt, ja? Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie bitte? Ich hätte dich warnen sollen, dass in dem Beutel Schokobotung steckt? Hatte ich das nicht gesagt? Ach, ich bin in letzter Zeit aber auch zerstreut. Nun ja, vielleicht kann ich dich mit dieser kleinen Belohnung versöhnen. Ja, doch. Oh, funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast die Schattenmilben zurück in die Schatten gejagt, wo sie auch hingehören. Wir können uns nun wieder auf die Ausbildung der Schokobos konzentrieren. Unsere gefiederten Lieblinge sind ja so sensibel und schreckhaft.
dass es nicht leicht ist, sie an Soldaten und Abenteuer auf ihren Rücken zu gewöhnen. Dank dir werden die meisten Schattenbilder uns nicht mal dabei stören. Auf dich ist Verlass und wenn es dir recht ist, werde ich dich meinen Bekannten weiterempfehlen. Oh, muss das sein? Nächste Quest. Ich habe einen Auftrag für dich. Und zwar möchte ich, dass du Ölläuse sammelst. Du findest sie in den Büschen in der Nähe des gesegneten Jungbaums. Das sei auf der Hut, wenn du das Gestrüpp nach den kleinen Insekten durchstöberst. Sie sind die Lieblingsspeise der Marienkäfer. Die könnten etwas dagegen haben, wenn du ihre Speisekammer plünderst. Die Ölläuse bringst du dann bitte zu Guitrit an Ethards Wachturm. Ich will mich damit bei ihm für den Schutz der Stellung bedanken. Okay. Auch das ist kein Problem. Kriegen wir doch alles hin. Cool ist es halt, wenn wir dann wirklich endlich reiten können. Ja, es wird dann halt mega cool. So, ich wechsle mal mein Pet in den Mokri wieder. So, hier haben wir im Gebüsch. Marienkäfer. Ich finde, als Dragoon haben wir aber noch recht wenig Fähigkeiten. So, Ölläuse sind gesammelt. Wie gesagt, wir machen erstmal alle Aufträge, die wir hier so finden. Dann haben wir den Notfall halt zum Beispiel als erstes schon fertig. Okay, ja. Hier sind wir richtig. Hallo. Wie bitte? Du hast etwas für mich? Yep. Ölläuse. Ölläuse als Dankeschön von Botwin? Das ist ja klasse. Ölläuse sehen zwar etwas eklig aus, aber mich interessieren ihre inneren Werte. Aus ihnen lässt sich ein Öl pressen, das hervorragend zur Waffenpflege geeignet ist. Passenderweise sind unsere Vorräte gerade zur Neige gegangen und wir können den Nachschub gut gebrauchen. Vielen Dank auch an Botwin. Ja, jetzt gibt es schon wieder keinen Bonus mehr. Ist halt etwas ärgerlich, aber passt schon. Also, ich sollte vielleicht die Quest auch was annehmen, ne? So, hast du Mumm in den Knochen? Dann kannst du westlich von hier ein paar Xer erschlagen. Am Ufer des Flusses soll ein kleiner Spähtrupp herumtreiben. Dort können sie zwar nicht viel Schaden anrichten, doch südlich davon liegt der gesegnete Jungbaum und die Flüstereinstellung. Wir wollen ihnen einen heißen Empfang bereiten, bevor sie in der Nähe wichtiger Einrichtungen gelangen. Wenn wir ein Exemplar werden sie sich die Xer nicht so schnell wieder blicken lassen. Dafür sollte es genügen, wenn du je zwei Xer Stumpfkrallen, Xer Stutzschwing und Xer Lahmschnäbel eine blutige Nase verpasst. Okay. Also Xer töten. Du bist hier, um mir zu helfen, nicht wahr? Nun, ich wäre dir dankbar, wenn du einen Auftrag von meiner endlosen Liste übernehmen könntest. Begib dich entlang des Weges nach Westen und reinige zwei der Wegweiser. Ich schwöre bei Nofika, die Wegweiser sind wahre Schmutzmagneten. Sprich mit Kudjavana Yosi bei den Flüstereinstellungen, wenn du damit fertig bist. Es wird sie freuen zu hören, dass die Wegweiser wieder sauber sind. Zumindest für eine Weile. Ja, toll. Jetzt will ich jetzt zum Wegweiser sauber machen. Nett. Gehen wir erstmal die Wegweiser sauber machen. So ein bisschen ein hier. Die Xer sind ja direkt da.
jetzt geht's den X in den Kragen. Auch noch? Die Xer sind ja echt ekelhafte Viecher. Das muss man ja mal sagen. Naja, dafür gibt die Quest halt gute Erfahrung, ne? Der hat auch schon was. Wenn sie keine Erfahrung bringen würde, würden wir das wahrscheinlich nicht machen. Du hast die Wegweiser gesäubert? Also echt vielen Dank. Bei all den Arbeiten, die hier anfallen, hatte ich befürchtet, sie würden noch lange Zeit verdreckt bleiben. In diesem Zustand scheinen sie eine willkommene Brutstätte für die Kreaturen in der Gegend zu sein. Es scheint diese Tage immer weniger Bäume zu geben, die Monster für den Nestbau als geeignet betrachten. Aber Reisende entlang des Weges dürfen sich ziemlich überrascht sein, wenn wir den Monstern gestatten, ihren Nachwuchs bei den Wegweisern schlüpfen zu lassen. Vielleicht hilft ein wenig Hornissenstinktur, um die Bestien fernzuhalten. Vielleicht. Im Mühlenhain sind Opo-Opos in das Lager von Dametta eingebrochen und haben Muntui-Bohnen geklaut. Normalerweise essen Opo-Opos gar keine Muntui-Bohnen. Aber diese Exemplare müssen wohl sehr ausgehungert gewesen sein. Von mir aus könnten die stinkenden Bohnen ruhig gestohlen bleiben. Aber die arme Dametta tut mir echt... tut mir leid. Würdest du die diebischen Opo-Opos fangen und ihnen die Muntui-Bohnen abnehmen? Angeblich haben sie 6 Bohnensäcke geklaut. Woher soll das immer so genau wissen? Großartig. Dametta hat in Mühlenhain großen Einfluss und es kann nicht schaden, sich gut mit ihr zu stellen. Sie ist schon höflich und lässt sie ja ausreden. Mühlenhain liegt nördlich von hier auf dem Weg. Dorthin tummeln sich einige Opo-Opos. Mit etwas Glück sind die Diebe dabei. So. Gehen geheiß. Beziehungsweise unsere erste Daily heute. Ja. Tada! In Lizenz zum Töten. Naja. So. Dann können wir mal raus. Wie gesagt, Daily haben wir erledigt. Ja, war sehr ereignisreich. So. Jetzt müssen wir natürlich unseren Pikinier noch auf den kriegen. Oh. Das wäre natürlich genial. Du hast zunächst eine gehörige Lektion erteilt. Gut gemacht. Das gibt uns etwas Luft zum Atmen. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir unsere Wache verstärken
oder Soldaten abstellen, um die Wälder zu durchkämmen. Darüber muss ich mich mit Kommandant Switner beraten. Okay. So, da oben sind auf jeden Fall noch Quests. Die werden wir auf jeden Fall uns beide noch schnappen. So, die Opo-Opo sind ja eigentlich auch kein Problem. Wie gesagt, ab Level 10 können wir dann Freibriefe machen. Und dann haben wir halt auch nochmal das Bestiarium. Bestiarium und Freibriefe. Und dann passt das eigentlich. In aller Regel sollte es dann ganz fix gehen. Wobei wir ja, wie gesagt, auch halt die Nebenquests alle nochmal haben müssen. Die mache ich lieber jetzt als am Ende. Später würden wir uns über die ganzen XP freuen. Oder Routine ist es ja. Unter dem Feld sind wir, glaube ich, zu weit runter. Ich glaube, der bringt halt auch nichts mehr für uns. So gut, dass wir sowieso nach da oben müssen. Begrad, war ich hier hinten schon mal? Okay, die brauche ich also nicht fürs Bestiarium. Das ist schon mal gut. Okay, hier ist auch noch meine Quest. Dein Gesicht kenne ich nicht. Bist wohl fremd dir, was? Dann lass dir gesagt sein, dass Mühlenhain unter meinem Schutz steht. Bevor ich dir vertraue, werde ich dich erstmal auf die Probe stellen. Ich will einfach mal sehen, was du so drauf hast. Wenn du dich im Kampf gut schläfst, können wir dich hier gut gebrauchen. In letzter Zeit haben sich die Mücken hier in der Gegend zu einer absoluten Plage entwickelt. Unsere Soldaten sind schon völlig zerstochen. Deine Aufgabe ist es, 6 Mückenschwärme zu vernichten. Welch eine edle Aufgabe, Mückenschwärme zu erledigen. Naja. Naja. Besser das als gar nichts. Okay, das ist wieder eine kleinere Quest. Du siehst aus wie eine Abenteurerin. Abenteurer lieben kleine Aufträge, oder? Nun, ich möchte, dass du in den Wald gehst und einen Leuchtpilz für mich sammelst. Du hast nicht den blassesten Schimmer, was ein Leuchtpilz ist, wie? Das ist ein Pilz mit einem einzigartigen blau-weißen Glimmen. Ein leuchtender Pilz? Ja, ich denke, das trifft die Sache ganz gut. Sie wachsen für gewöhnlich an der Felswand im Südwesten des Friedensgartens. Aber nimm dich einfach die erstbesten, die du findest. Den strahlendsten, leuchtenden Pilz, den du auftreiben kannst, bitte. Bitte? Nun ja, ich würde liebend gern selber losziehen und Leuchtpilze pflücken. Aber es gibt da ein kleines Problem mit X-Speeren, die nicht sonderlich freundlich sind. Also, los mit dir. Ja, und dann haben wir immer noch eine Quest, die wir abgeben können. Guten Tag, hast du etwas für mich? Yep. Haben wir. Oh, meine Mundtui-Bohnen. Hast du sie den Opo-Opos abgenommen? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, aber mit dem Boden kann ich doch noch mal einen leckeren Mundtui-Milch machen. Da werden sie sich aber alle in Mühlenhain mächtig freuen. Solange ich genug Mikrochu-Blätter zum Würzen habe, wird sich niemand beschweren. Neulich hat mein Sohn doch tatsächlich Mundtui-Milch getrunken, bevor ich sie mit Mikrochu-Blättern geschwürzt hätte. Er musste es eigentlich besser wissen, aber ein Freund hat ihn herausgefordert. Dann hat er seinen ganzen Becher in einem Schluck geleert und dabei nicht einmal das Gesicht verzogen. Oh, er ist ja so stark und tapfer, mein Junge. Aber vielleicht ist mein Geheimrezept ja auch einfach
auch einfach so gut. Alle Nachbarn schwärmen immer mal. Meine Mund-Tui-Milch schmeckt so unvergleichlich, bla bla, schwarz. Okay. Utschmin bei der Menge. Utschmin, genau. Ujemini. Bei einer Menge Mund-Tui-Milch brauche ich unbedingt mehr Mikrochipblätter, sonst schmeckt das einfach nicht. Hier in der Nähe treiben sich einige Mikrochus herum. Kannst du mal von ihnen vier Mikrochipblätter besorgen? Die brauche ich unbedingt, um meiner berühmten Mund-Tui-Milch die richtige Würze zu verleihen. Ohne die Mikrochipblätter ist sie leider ungenießbar. Na los, so, beeil dich. Wenn du todest, brennt mir noch die Milch an. Und. No. Brennt mir die Milch an. So, ich werde allerdings hier den Part erst einmal beenden und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao!